Ja, hallo geliebtes Dienstlaken aus dem Resilience Hub Nomad Town im Osten Finnlands. Herzlichste Grüße. Ich möchte euch nicht nur Grüße schicken, auch eine Nachricht. Es geht um hochprozentige Nachhaltigkeit, Lebensweisen hochprozentiger Nachhaltigkeit. Denn das, was wir im Moment in Dienstlaken machen und sonst wo auch auf der Welt, das ist etwas, was man eher mit, ich weiß nicht, fahrlässigem Selbstmord vergleichen kann oder bezeichnen kann. Gleichzeitig sind wir in einer Verantwortung, dem Leben gegenüber, unseren Kindern gegenüber, Lebensweisen vorzuleben, herauszufinden, zu experimentieren, die tatsächlich funktionieren, die sicher kopierbar sind. Wie das aussieht, das müssen wir herausfinden. Darum geht es. Wir müssen das herausfinden, wir müssen dieses Abenteuer wagen. Und wir haben guten Grund dazu. Zum einen ist es einfach notwendig, wenn uns das Leben lieb ist und wir nicht mit Selbstmord weitermachen wollen. Zum Zweiten ist es wirklich eine Verantwortung dem Leben gegenüber. Und zum Dritten ist es deutlich einfacher, als wir glauben. Und es kommt einfach mit sehr viel Spaß dabei. Gelände wie das Freibadgelände zum Beispiel, unglaublich gut geeignet für ein Nachhaltigkeitszentrum, ein Ort, wo experimentiert wird, wie denn überhaupt das aussehen könnte. Ich kann hier nur für die Subarktis experimentieren. Was in Deutschland in Dienstlaken funktioniert, muss vor Ort experimentiert werden. Es gibt viele Copy-Paste-Lösungen, das Rad muss nicht mehr neu erfunden werden. In aller Regel viel Fokus auf Low-Tech, Open-Source, Off-Grid ist echt zu empfehlen, weil Off-Grid einfach sehr viel, so unglaublich einfach ist. Im Freibadgelände könnte ich mir vorstellen, zum einen ein Experimentierzentrum, wo aber auch in erster Linie oder in großer Fokus auf Schulung, Weiterbildung, Weitergabe dieses Wissens liegt. Und ja, es muss natürlich auch dort dann etwas gelebt werden, probiert werden, ausprobiert werden, was geht. Die Liste des Machbaren ist ewig lang, also ein Maßnahmenpaket ist sehr schnell erstellt. Und wenn ihr da irgendwie Hilfe braucht, Ideen braucht, Anregungen braucht, keine Ahnung, Einblicke, ich stehe da sehr gerne zur Verfügung, helfe so gut ich kann und kann euch da nur zu ermutigen, dieses Abenteuer zu wagen. Alles Liebe euch. Passt auf euch auf. Tschüss.